Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Unboxing-Reihe von meinem Essen-Loot. Diesmal gibt es die Erweiterungen. Bringen wir die mal hinter uns sozusagen, bevor wir uns wieder den dicken Spielen widmen. Ja, vorweg müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden auf Light of Dragons. Bin ich aktuell noch am Spielen und am Drehen und Schneiden, aber es kommt fix bald. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir mal los mit den Erweiterungen. Wir beginnen ganz groß gleich hier mit Concordia Venus. Herzlichen Dank an den PD Verlag wieder, die mich da auch preislich wieder unterstützt haben. Hier mit dieser sehr schönen Erweiterung. Hat ein bisschen eine Beschädigung, dadurch gab es natürlich auch ein bisschen einen Vorteil. Aber nichtsdestotrotz, die Erweiterung passt auch, denke ich mal, in die Grundbox rein. Ja, außer man wird Salz dazu zupacken, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, was macht die Erweiterung? Ich drehe das Ganze jetzt mal um. Also, das ist eine Riesenbox, wie ihr hier sehen könnt. Und diese Erweiterung kann ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar, da kommt ein neuer Gott hinzu. Mal schauen, wie die, ja, Venus eben. Und es gibt einen Teamplay-Modus. Ja, ist mal witzig, einen Teamplay-Modus in Concordia. Und das Lustige dabei ist, irgendwie könnt ihr auch die Ressourcen eures Partners verwenden und der kann sich da nicht dagegen wehren. Ja, soll ganz lustig sein, da bin ich echt drauf gespannt, weil Concordia ist ja ein super Spiel, ja, so ein Händlerspiel, Ausbreitungsspiel, das kartengesteuert ist, ja, so eine Rollenmechanik sozusagen, man spielt eine Karte aus, bekommt den Vorteil von der Karte und mit einer anderen Karte kann man die dann wieder auf die Hand nehmen. Ja, muss man mal gespielt haben, das ist wirklich ein tolles Spiel, kann ich nur empfehlen. Vom PD Verlag, der wirklich tolle Spiele herausbringt. Ja, machen wir mal auf hier. Wieder sehr schöne Landkarten dabei. Und natürlich vier Kartenpacks. Natürlich die Anleitung. Das ist ja nur die Erklärung, wie man diese Erweiterung spielen hat, beziehungsweise wie sich die Basisspieler einfügt. Natürlich auch mehrsprachig ausgeführt, das ganze Spielaufbau im Spiel mit Concordia Salsa Gallia. Ja, da ist dann schon einiges zu tun. Die Venus Expansion für Concordia. So, dann hier einmal Stanzbogen. Ich finde das ja sehr schön, das Material in diesem Spiel, das ihr hier sehen könnt. Ein bisschen, ja, sehr groß. Rückseite. Wenn wir die Kamera ein bisschen höher drehen, glaube ich, ist dann ein bisschen übersichtlicher für dieses große Ding hier. Dann haben wir einen großen Holzmittel, verschiedene Holzteilchen natürlich. Ja, qualitativ immer schon Top-Material enthalten. Und hier neue Landkarten. Boah, wieder ein Riesenteil, wie immer. Aber das Ganze sieht natürlich sehr toll aus. Wir haben hier Ionif heißt die Karte. Sehr schön. Das Ganze richtig groß wieder. Mit vielen Seewegen, wie ihr kennen könnt. Und dann hier haben wir noch Hellas. Die sieht echt geil aus. Die sieht echt geil aus. Die gefällt mir richtig gut. Hellas. Sehr schön. Versteckt sich einiges Neues auch in diesem Spiel, in dieser Erweiterung. Ich würde damals erklären lassen, da werden wir dann auf jeden Fall mal reintesten. Zeit braucht man ja viel, um das Ganze zu testen hier. Das ist echt krass. Schauen wir uns noch die Kartenstapel kurz an. So. Concordia. Kann ich wirklich nur empfehlen, Leute. Schaut euch das Spiel mal an. Ich habe dazu auch eine Rezension gemacht. Auch mal reinschauen, wer es noch nicht kennt. Gibt auch noch eine Erweiterung dazu, die Salsa
So. Dann hier ein Praefectus Magnus. Ich nehme die Karte mal um. So wäre es besser. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, das hier sind die englischen Karten. Es ist ja alles doppelt ausgeführt, genau. Und zwar hier und hier. Die anderen brauchen wir gar nicht öffnen. Die werden wir dann in einen Ziplock-Beutel geben. Das ist wirklich löblich, wenn das in einem Spiel vorhanden ist. Genau wie in Light of Dragons. Wenn man auf die Community hört, das Ganze in Englisch und Deutsch macht, ja, so kann man ein Spiel dann gut verkaufen und gut vertreiben. Das ist immer toll, wenn das so gemacht wird. Aber für meine User natürlich hier auch die deutschen Karten hier öffnen. So, erster Stapel und zweiter Stapel hier. Ja, da haben wir den Senator. Kaufe bis zu 2 Personenkarten auf die Hand. Also ich halte euch die mal kurz in die Kamera. Wieder viele Karten drin. Einiges Neues. Wenn man das alles hat, also da gibt es auch eine Big Box Variante, in der alles enthalten ist. Die ist auch recht cool geworden. Natürlich dementsprechend teurer, weil ihr auch das Basisspiel drin habt. Diplomat, Konsul, Pro-Konsul. Also da gibt es vieles, vieles Neues. Auf den Teammodus bin ich ja gespannt, wie das dann funktioniert, wenn man die Ressourcen sozusagen einen gemeinsamen Ressourcenpool hat. Das wird ja dann lustig. Dann hier. Die gehen wir auch noch durch. Mercator, Präfekt, Senator, Tribun. Ja, also das Spiel ist eben kartengesteuert, das heißt, ihr spielt eine Karte aus, zum Beispiel den Senator, dann kaufe bis zu 2 Personen Karten auf die Hand. Ja, das könnt ihr dann machen und jeder spielt dann immer eine Karte, macht die Aktionen und wenn ihr dann, ich glaube, der Praefectus Magnus ist das, die Karte, gibt es eine Karte, mit der ihr dann wieder alle Karten auf die Hand bekommt. Ihr bekommt auch noch Siegpunkte für Götter, die ihr dann sammelt, die ihr dann in eurem Deck habt, das sind hier unten diese Götter. Ihr könnt Waren tauschen in den Märkten, ihr könnt euch ausbreiten, Häuser bauen, Lager bauen, das ist echt cool gemacht, das Spiel. Wie gesagt, seht euch mal meine Rezension dazu an. Ja, das war's auch schon, der Inhalt von der Concordia-Erweiterung. Venus. Schönes Cover, finde ich. Bin ich echt gespannt, wie sich das spielt, aber man muss ja Prioritäten setzen. Man kann nicht alles auf einmal spielen. Schade, aber wenn man das unboxt, bekommt man immer so Lust, auf das ganze Zeug sofort wieder zu spielen. Das ist wirklich krass hier. Ja, dann Nussfjord, das Schollendeck. Zu meiner Schande, ich habe es noch nicht gespielt. Schon lange zu Hause liegen. Ich hatte immer wieder mal Bock drauf. Einmal sogar angefangen, aufgebaut, aber dann kam eine Spielgruppe zufällig zustande. Ich musste alles wieder abbauen. Metallmünzen hier. Habe ich gar nicht gesehen, steht das mit drauf. 44 neue Gebäudekarten und eine Ältestenkarte für Nussfjord sowie 25 Goldmünzen aus Metall, welche die Pappmünzen ersetzen. Ja, geil! Habe ich total vergessen, dass das ja kommt. Habe ich mir, glaube ich, für ein paar Wochen mal durchgelesen. Super. Ja, die sind echt toll. Das finde ich ja mal cool.
Ah, da habt ihr richtig schöne Münzchen jetzt. Ich weiß nicht mehr, was das Pack gekostet hat, aber sehr schöne Sache, hier diesem Spiel Goldmünzen beizufügen. Das ist ja sozusagen ein Pflicht-Add-on. Ich bin auch ein Fan der Haptik und natürlich veredelt das das Spiel irgendwie ein bisschen und macht auch dadurch mehr Spaß zum Spielen. Ja, ich halte euch die Karten mal in die Kamera, da haben wir den Architekten, was? Werfthalle im Ladehafen. Uferkapelle, ja, leider kann ich euch dazu nicht viel sagen, ich habe es eben noch nicht gespielt, aber kann ich hoffentlich mal ändern. Fährräderei, ich habe meinen Daumen hier auf der Ressource. Was? Establishment. Löschhafen, Sägewerk, Fischmehlwerk, Fischereiamt, Trüffelschwein, Stockhaus. Ja, da ist einiges. Die Nuss für die Erweiterung. Bootsverleih, Räucherei, Pfandhaus, Gemeindebüro, Waldhof, Netzweberei, Marktplatz, Agentur. Ja, da sind wirklich viel drin. Das ist die Nussfjord Schollendeck-Erweiterung. Schön mit den Goldmünzen, freut mich. Dann sehen wir uns noch an Preludium. Viele von euch kennen es vielleicht schon, aber trotzdem ist ein Unboxing. Machen wir das auch gleich auf. Ich habe es leider noch nicht, aber es soll ja angeblich das Spiel sehr beschleunigen mit den zusätzlichen Regeln, die es hier gibt, oder mit den neuen Fraktionen. Ja, Terraform, muss ich zugeben, habe ich jetzt länger schon nicht mehr gespielt. Ja, Point Luna. Ja, da dürfte das Spiel noch schneller gehen mit diesen anscheinend. Bin ich gespannt. Haben wir auch eine andere Rückseite? Nein. Ja, Vereinigte Bank. Biotreibstoffe. Biolaborium. Biosphärenunterstützung. Das sind lauter Kuppelackerbau. Spende. Das sind die Zusatzkarten, die, glaube ich, bekommt am Spielaufbau. Um euch den Spielstart zu beschleunigen. Versuchswald. Aber wie immer natürlich Artwork technisch ein Hammer. Das Spiel gehört in jede Spielsammlung übrigens, auch wenn ich noch keine Rätsel dazu, hoppala, wenn ich noch keine Rätsel dazu gemacht habe. Und ihr seht ja die ganzen Unterstützungskarten, ich glaube, die bekommt man an einem Spielstart. Ja. Und zusätzliche Entwicklungskarten noch dazu. Immer wieder schön, das Spiel zu erweitern. Ja, das ist im Preludium drin. Sehr kleine Box. Auspacken, hinzufügen und wegwerfen, die kleine Schachtel. Obwohl sie richtig schön ist eigentlich. Es ist immer schade, die Schachteln wegzuwerfen. Ich habe mich auch lange dagegen gesträubt, die Schachteln wegzuwerfen. Aber irgendwann mal hat man wirklich keinen Platz mehr, wenn es in die Grundbox passt. Dann muss man das natürlich machen, dass man das in die Grundbox reinfügt und spart sich viel Platz dafür. Aber es sind einfach so schöne Schachteln. Ja. Man denkt sich irgendwie, vielleicht braucht man die ja noch. Was haben wir da? Lesen wir mal die Rückseite, was es hier überhaupt gibt. So, die Welt scheint sich vor uns zu vergrößern. Auf der Suche nach Ressourcen expandieren Konzerne mit ihren Unternehmungen in allen Ecken und Winkeln des Sonnensystems.
Die meisten Orte sind für das Terraforming ungeeignet, aber Kolonien dort erhöhen das Einkommen der Konzerne und dienen auch ihrem einen Ziel, dem Terraforming des Mars. Sie senden ihre Handelsflotten zu den entferntesten Monden, sie kolonisieren die Wolken des Jupiters und sie nutzen ihre Stützpunkte auf der Erde für ihren Erfolg. Ja, Inhalt: 49 Projektkarten, 11 Kolonieblättchen, dann Koloniespielsteinmarker, das werden die weißen sein, Konzernkarten 5 Stück, dann einmal Übersichtsblättchen, ein Handelsflottenblättchen, 8 Handelsflotten und ein Regelheft. War definitiv größer als die vorige Erweiterung. Also eine sehr interessante Erweiterung. Ich finde das Spiel so schon so genial und jetzt kommt noch mehr dazu in meine Sammlung. Wow. Ja, hier solche Kolonieblättchen. Ja, seht schon, das sind Aussparungen. Da kann man Würfel reinsetzen. Und Würfelchen. Dann hier die Anleitung dazu. Und Stanzbögen diesmal. Was haben wir da? Na? Ja, diese Opala, diese Kolonieblättchen sind das hier. Acht, das sind 16 Stück da drin, oder? Nein, 8 Stück. 12 Stück eben Kolonieblättchen und hier noch so ein dickes Teil. Oh, da bin ich gespannt, wie das dann ist und wie das funktioniert. Cool. Da will ich mal auf Brettspielblock.net schauen. Ja, er ist auch riesen Terraforming Mars-Fan. Ich denke, der wird da wirklich als erster etwas dazu machen. Neue Karten. Ein Bunch of neue Karten hier. Ich kann es immer wieder betonen. Ich finde, das Artwork ist so schön. Hier, errichte eine Kolonie. Also wenn man da alles zusammenmischt, da hat man ja wirklich dann viele Karten. Ob das dann noch funktional ist? Ihr kennt die Karten hier auch an diesem Dreieck, denke ich mir. Das ist die Koloniekarten, eben zum Aussortieren. Ja, viele schöne Karten hier. Was mehr Randzonenfrachter, cool. Sehr, sehr interessant. Ja, es sind definitiv noch ein paar Erweiterungen angekündigt. Bin ich gespannt, was er noch aus dem Spiel herausholt. Urbane Destruenten. Warp-Antrieb und neue Fraktionen hier, also Konzerne, Raidor, dann haben wir hier Arclight, Polyphemus, Poseidon und Stormcraft. Ja, gehen wir gleich zum nächsten über, das befindet sich hier drin in Kolonien. Dann als nächstes die Adrenalin-Erweiterung Teamplay. Ich weiß nicht, wie viele das von euch spielen. Ich muss gestehen, natürlich, ich habe es selber auch schon länger nicht mehr gespielt. Aber ich mag das Spiel. Ich habe es immer noch in der Sammlung, weil es irgendwie eigen ist. Und wenn man so etwas Ego-Shooter-mäßiges spielen will, irgendwie so Shooter-mäßig, dann finde ich, ist das wirklich schon ein sehr, sehr lustiges Spiel. Schauen wir nochmal hinten rein. Ja. Ein neuer Charakter, dann einen Teammodus, in dem ihr auch zu zweit mit drei Charakteren gegen andere drei antreten könnt. Und ein sechster Spieler,
Also 6-Spieler-Variante auch sozusagen. Es kommt da ein neuer Charakter hinzu. Auch cool. Sie ist bereit, euer sechster Gladiator im Teammodus zu sein und heizt euch mit ihren eigenen Waffenkarten auch im Standardmodus ordentlich ein. Ja, wer das Spiel nicht kennt, das ist wirklich cool, so mit Ressourcen sammeln, sich Waffen kaufen, gleichzeitig schießen und wenn man Pech hat, dann gewinnt auch der Roboter in dem Spiel. Das ist auch ziemlich witzig. Natürlich ein Plastiktray, wie in dem Basisspiel auch. Dann haben wir hier so Spielplanteile zum Stecken, keine Ahnung, was die noch machen, was sind das? Fünfeckige Figurenbasen, okay. Wieder mal rein Spielmaterial. Eine Echos-Figur, die Schadenstropfen natürlich. Hier der Spielaufbau. Ja, Teamplay-Variante. Und hier noch die Figur von Echo. Ja, die ist ganz nett anzuschauen. Ist schon in Ordnung. So, dann die Waffenkarten. Schauen wir mal. Teamplay. Was gibt es hier? Gedankenkontrolle. Typisches Gift. Überspannung. Interessant, wie das funktioniert hier. Da, Hypnostrahler. Ja, tatsächlich eigene Waffen, die Frau. Manipulator. Zersetzer. Also hier ist ihr Symbol abgebildet, glaube ich. Witzig. Schrottknarre. Thrustler, aber die Schrottknarre sieht geil aus. Doppelwumme. Schattenklinge. Zielsuchbot. Nanomarker. Abrissbirne. Und Handgranate. Das waren die Karten. So, die haben wir. Waffenübersicht. Natürlich, wie die Waffen handzuhaben sind. Da ist ja noch mehr drin. Charakterregelheft. Na, da ist schon einiges drin, war. Für den Charakter. Wahnsinn. Dann hier natürlich Plättchen, die Leiste für den Charakter, die Trefferleiste und Sachen zum Ausstanzen wieder. Hier noch das, die ganzen Stanzbögen hier. Ja. Da bin ich gespannt, eine neue Todesleiste. Schon einiges drin in dieser kleinen Box hier. Sieht erstmal ganz nett aus. Mal schauen, da wird es länger dauern, bis ich da jetzt dazu komme, weil die anderen mehr Priorität haben. Aber natürlich die Erweiterung zu einem Spiel, das ich schon mag. Und jetzt ein Fest für Odin, die Norweger. Wow, was für eine Box, eine riesen Erweiterungsbox. Ja, die hat auch schon Gewicht. Das ist mal eine fette Erweiterung. Jetzt ist das Basisspiel schon so riesig. Und dann bekommt man hier so eine riesige Box noch dazu. Irre. Irre. Nur zusammen mit dem Grundspiel spielbar natürlich die Norweger. Boah. Also das Spiel ist so an sich schon episch vom Material her, vom Spiel her, man kann das ewig spielen. Aber jetzt so eine dicke Erweiterung noch raushauen. Irre, wirklich.
Und unser guter Uwe Rosenberg wieder in der Anleitung natürlich